Kutter, Klassik und Harm Dröch. Emden TV, heute aus der Krummhörn. Hier ist Emden TV, das Samstagmorgen Frühstücksfernsehen der Emder Zeitung mit Edzard Wagner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Emden TV. An diesem Abend sind wir hier draußen an der Schleuse in Laisiel. Wir warten auf den Fischkutter Gre 19 Flamingo mit Kapitän Jan-Tiado Gosseler an Bord, mit dem wir in den Fischerort reinfahren. Gretsiel, die Fischerei, aber viele weitere Themen aus der Krummhörn sind heute bei uns auf der Agenda. Viel Spaß! Moin, Flamingo! Ja, moin, Olli! Na, wo geht? Oh, guck mal, war Reinhard. Aber wir gehen trotzdem in der Hose hinauf. Ja, dann kommt man im Rennen. Ich stell die auf Grün, dann könnt ihr so hinauf. Die Flamingo ist jetzt durch die Schleuse durchgekommen und hier ist unser Empfangskomitee in Person von Gerold Conradi. Gerold ist Werftleiter in Gretsiel und Sprecher der Gretsieler Fischer. Ist das richtig? Genau so ist es. Ja, und ich nehme euch jetzt mit an Bord und dann fahren wir von hier Richtung Gretsiel. Das ist eine Sache. Auf geht's. Wir waren außerhalb der ostfriesischen Inselkette von Borkum bis Ostseite Norderney, also Norderney-Baltrum. Da haben wir die Woche über so gefischt. Also für die Jahreszeit war das eigentlich noch recht gut, aber man merkt doch schon, dass die Fangmenge jetzt runtergeht. Ist das eine Voraussetzung, dass man Gretsieler ist, um einen Ausbildungsplatz auf dem Gretsieler Kutter zu bekommen? Nein. Fiskwad ist ein ganz großer Ausbildungsort für uns. Fiskwad, wir haben sehr viele Jungs aus Fiskwad. Doch so weit weg, ne? Ja, aber der Name Fis ist ja schon mal drin, ne? Und sonst, ne. Aber Amtssprache, zum Beispiel bei mir an Bord, Amtssprache, Plattdeutsch. Wir können zwar auch ein bisschen Hochdeutsch, aber es gibt Sachen auf dem Schiff, auf einem Kutter, oder Sachen, die gemacht werden müssen, das ist einfach unmöglich, das auf Hochdeutsch zu erklären. Wir haben auch schon Anfragen gehabt aus dem Ruhrgebiet und NRW, aber ja, dann erzählen diese Jungs, was sie mit der Fischerei verbindet. Sie gehen gerne angeln. Und Angeln und unser Job, da liegen Welten dazwischen. Es ist auch noch in den Köpfen vieler Menschen so, die glauben, wir fahren halt morgens um 5 Uhr raus, legen um 14 Uhr wieder im Hafen, verkaufen dann ein paar Tüten Krabben oder Fisch. Aber dem ist nicht so. Also es ist schon ein sehr harter, anstrengender Beruf. Die Fangplätze, das fängt vor der niederländischen Küste an. Die gesamte Emsmündung, Elbe, Weser, Jade, nordfriesische Küste bis vor die dänische Küste. 1978, als ich aufs Schiff gekommen bin, konnten wir die ganze Emsmündung als 100% bezeichnen. Von diesen 100% können wir heute noch 30% befischen. Nicht, weil wir es abgefischt haben, aber die Fanggründe wurden auch zerstört durch Baggermaßnahmen, durch Verklappung. Natürliche Bedingungen. Wir haben 1986, als ich mich selbstständig gemacht habe, haben wir bei der Knock gefischt. Direkt vor der Knock. Heute gehen wir nicht mehr höher rauf auf der Ems, also die Verbindungslinie Emshaven-Pilsumer Leuchtturm. Ab dann fischen wir nicht mehr. Wir gehen nur noch weiter raus nach See. Die Krabben, die wir anlanden, werden hier in Gretsiel bzw. Neuharlingersiel gesiebt.
werden dann weiter transportiert in die Niederlande. Von dort geht es mit großen LKWs nach Marokko. Also sie verlassen den europäischen Kontinent, besuchen Afrika mal kurz, werden dort entschält und dann wieder zurückgebracht. Also mir wäre es auch lieber, wenn wir die Krabben hier in Deutschland, Ostfriesland oder Grätsel schälen würden. Aber es ist wirtschaftlich einfach das Beste oder das Günstigste, sie in Marokko entschälen zu lassen. Die Stundenlöhne in Deutschland sind zu hoch und es ist eine sehr mühselige Arbeit. Und es ist einfach wirtschaftlicher. Natürlich haben die Krabben dadurch auch einen CO2-Abdruck, aber das haben Bananen auch. Auch wenn wir als Fischer unsere Krabben an den Großhändler liefern und die nach Marokko gehen zum Schälen. Aber sie kommen auch wieder zurück. Und der Verzehr an Fischprodukten und Krabben in Grätsel ist eigentlich sehr groß. Über die Gastronomie, auch die Tagesgäste, die Touristen, die nach Grätsel kommen. Sie kaufen Krabben, sie kaufen Fisch. Und da leben wir halt von. Wir sind Ihre Immobilienexperten für Emden, Hinte und die Krummhörn. Mit unserem hochwertigen Marketingkonzept inklusive 360-Grad-Aufnahmen finden wir schnell den passenden Käufer für Ihre Immobilie. Kontaktieren Sie uns jetzt für eine unverbindliche Vorortberatung. Ja, ich sitze hier an einem illustren Platz, an einem illustren Flügel. Im Fuhrmannshof in Riesum findet die Konzertreihe Weltklassik am Klavier statt. Und wir sind hier verabredet mit Katrin Harstick. Am Anfang kamen die Leute zur Reihe Weltklassik am Klavier in Riesum an der Nordsee, an zwei Wasserkanten. Natürlich gesagt, die spinnt. So, und jetzt gibt es in Deutschland 450 Konzerte im Jahr, die alle auf Weltklassik am Klavier hier in Riesum zurückgehen. Wir veranstalten jetzt inzwischen an 45 Orten in Deutschland, die alle so schön sind wie dieser, nur ganz anders. Diese kleine, aber feine Reihe Weltklassik am Klavier. An jedem anderen Ort gibt es einen Gastgeber, der also ja, so engagiert ist wie ich hier und der die Gäste begrüßt und sagt, herzlich willkommen bei Weltklassik am Klavier. Für die Pianisten ist es toll, dass sie so viele verschiedene Auftrittsmöglichkeiten haben. Und für die ist es auch toll, so kleine, verschiedene Orte kennenzulernen. Also ich könnte jetzt ein paar aufzählen, die dazugehören, aber es sind sehr unterschiedlich vom großen Schloss, von der kleinen Klosterkirche, von einem anderen Bauernhof. Das ist auch sehr abwechslungsreich. Das macht ihnen Freude. Also selbstverständlich sind wir auch Gastgeber für die Pianisten. Also ich kann es mal aufzählen, da sind zwei Betten, da sind zwei, da oben sind eins, zwei, drei, da hinten ist noch ein Bett, das ist ein Doppelbett und da unten sind noch mal zwei. Ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt, aber es gibt genug Betten im Riesumer Fuhrmannshof. Hier kann also ein ganzes Orchester übernachten. Ich könnte theoretisch ein ganzes Orchester übernachten. Es haben im letzten Jahr fast keine Veranstaltungen stattfinden können und wir haben viel geweint. Das lag daran, dass die Gäste traurig sind, dass sie nicht kommen können. Die Pianisten waren eigentlich am schlimmsten, das war ganz furchtbar. Und wir haben uns dann ein paar Alternativen einfallen lassen. Also eine Alternative war, ich habe Interviews geführt. Inzwischen sind es, glaube ich, 100, 120 mit den Künstlern, mit Professoren, mit Gästen, um, na, ich sag mal, die Gäste auch so ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu lassen. Wer ist denn eigentlich der oder die Pianistin? Ja. Da haben wir dann auch Einnahmen mit erzielt und diese Einnahmen sind 1:1 an die Pianisten gezahlt worden, die ja nun wirklich eine ganz schlimme Zeit hatten. Und was wir noch gemacht haben, wo ich ganz stolz drauf bin, was jetzt diese Tage rauskommt, ist eine CD, die heißt Lullabies. Und diese CD, da sind Nachtlieder für Kinder drauf. Also Guten Abend, Gute Nacht von Brahms ist ja jedem bekannt und es gibt von den anderen Pianisten auch sehr, sehr schöne Lieder zur Nacht. Also das Projekt Lullabies, die CD für Kinder mit Schlafliedern zur Nacht, wird in diesem Monat kostenlos verteilt an Kinderkrankenhäuser, Kinderkrebsstationen, Kitas und aber auch an Hebammen und Schwangerschaftskurse und so weiter, damit die Kinder wieder gut schlafen können und damit vielleicht auch ihre Eltern. Bei Boßeltouren denkt man normalerweise an Bomberlunder, Bollerwagen und Grünkohl. Bei der Lyko-Challenge hier am Pilsumer Leuchtturm geht es um was ganz anderes. Und was das ist, das sehen Sie jetzt. Ja, im Wesentlichen geht es darum, mit möglichst wenig Bällen vom Deicharbeiterdenkmal bis hier zum Lyko zu kommen und dann wieder zurück. Dazu haben wir uns dann auch überlegt, um den Anreiz so ein bisschen zu erhöhen, dass wir jeden Wurf mit einem Euro dotieren.
und sehen, dass wir etwas für einen guten Zweck oder ähnliche Dinge spenden wollen. Also ich würde sagen, wir liegen ganz gut im Schnitt. Ne? Der Benchmark zurück liegt bei 20 Würfen. Wir haben jetzt auf dem Hinweg 27, ich 25, glaube ich. Die anderen haben ja Highscores, glaube ich, 20 Würfe. Und wir haben uns schon ein bisschen angestrengt jetzt. Deswegen, wir müssen jetzt auf dem Rückweg noch mal richtig Vollgas geben, um die 20 zu knacken. Das wird aber hart. Euch wünsche ich eine gute Rückreise und ich sage Fleuherut! Ho, löp, 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 ja, de löp, 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 gau, gau, gau. Mit Bodelbe auf Dockeldamm unterwegs, von da hier für Manningerburg in Pepsum, auf Peisen, muss ich sagen. Peisen, Peisen, ja. Muss ich sagen. Und ich sitze hier mit Frank Baumann, Bürgermeister von Krummhörn. Moin. Ja, Monetta. Und hier ist im warmen Bodelbe, muss ein bisschen mit die Etikette aufpassen. Ja, wir wollen ja noch nicht Schleichwerbung machen. Oh, okay, genau. Moin, lecker warm Bier, als ich das hört, wie Bodelbe auf Dockeldamm. Prost. Und Corona-Abstand haben wir auch. So. Mm. Lecker. Serin, Bürgermeister bist du nur ein Würfel, ja. Seit Februar 2014. 2014. Und das ist nun den letzten Jahr. Ja, mein letztes Jahr ist nur anbrochen, die geht nur bis Ende des Oktober 2021. Und dann? Dann will ich noch ein bisschen was machen, was mir noch mehr Spaß macht, da das Bürgermeister. Ich weiß noch nicht genau was, aber ich habe ein paar Ideen. Wenn du so zurückkickst auf die Amtszeit, so was denkst du, was sind so die große. Wo sagt das denn, die großen Projekte, die du umgesetzt hast? Also einmal natürlich ist das der Bau und Eröffnung von unserem Rathaus hier in Peisen für die Gemeinde Krummhörn. Das ist was, wo ich sagen darf, das ist wirklich was, was hier in Krummhörn dahin da ist. Dann bauen wir nun nicht uns Bauhof Heilnähe, auch hier in Peisen. Auch was, was uns all dahin da ist. Und natürlich auch die Entwicklung von Peisen hier mit dem Marktplatz, mit dem Nachbau von unserem Rathausgelände, mit dem Bau von der Groteinkaufsmarkt hier in Mindenlauch. Mhm. Das ist so etwas, was mir auch wichtig war, Peisen wiederzuentwickeln und die anderen Dörfer nicht zu vergessen und auch dort wurden hebbelt, mocht. Nun gibt es ja hebbelt Lü in Krummhörn, die sagen, momentan, da sind doch viele Lü, die gucken allen. Husen, die alle Golfhöfen und so was ob. Und die sagen, wir haben so ein bisschen Sorge, dass wir nicht mehr hier in unserem eigenen Land sind. Warum sagst du das? Ja, also das ist natürlich mit dem Lagen und mit dem Bladen auch. Einmal ist das für mich so, die Urlaubsplätze bei uns in Laugen, die wurden abgekauft, die wurden umgebaut, da können Löwen wohnen. Ja. Wir haben da aber auch einen Schaul im Markt, in Loke zum Beispiel. Mhm. Wir haben da ein Museum in Kampen, wir haben da ein riesiges Restaurant. Ist da in und man kann die vielfältig nutzen. Und ich glaube einfach, der Gefahr, dass sie da hinstehen und in eine fallen, was Grote, wenn die Leute kommen, die uns irgendwie wählen, die verwirklichen. Und deswegen ist das für mich eine Gaut-Alternative, das so zu machen. Aber natürlich ist das auch so, dass natürlich irgendein halbe Löhne da hinträgen, da und so eine Zweitwohnung da nehmen und dann immer bloß überwiegend mal ein paar Tage in Jahr da sind. Sag mal, du bist nahtig an Theater spielen. Ja. Ja. Und nun gehst du in Ruhestand und da ist Löwe ein Hebelöse giftet, der fragen, sollen wir ihn bei Bold wer auf Böhne sehen? Ja. Ja, also das ist das, wo ich ein Hebelblitz gewonnen habe und immer noch an habe. Also ich habe mit LAK viel Theater gespielt und ich habe auch andere Stücke gespielt an anderen Bühnen und ich bin einfach nur blöd, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, um auch für Bühnen zu stehen, um auch für Theater zu spielen. Um vielleicht auch noch mal ein bisschen zu singen auf Bühne, aber auch um Harmdröch noch mal aufstehen zu lassen. Harmdröch, legendär von LAK. Genau. Wie lange ist das her? 20 Jahre? Nein, so lange ist das gar nicht her. Das ist, macht so ein paar Jahre her, dass ich Harmdröch für das erste Mal auf Bühne gebracht habe.
Aber Habendröch ist eine Figur, der einfach aus Krummhörn kommt und erzählt, was den Krummhörn so hergeht, mit seinen Schnur und mit seinen grauen Gummistiefeln an. Und Habendröch kommt mit Sicherheit weh. Der kommt weh, da dürfen wir uns alle freuen. Ich bedanke, dass du von da im Bio bist. Ich sage noch im Prost und. Prost! Prost! Das war MTV an diesem Samstag. Ich hoffe, unsere Krummhörner Geschichten haben Ihnen gefallen. Wir freuen uns in jedem Fall über Rückmeldungen. Machen Sie es gut. Bis nächste Woche. Das war MTV, das Samstagmorgen Frühstücksfernsehen der Emder Zeitung. Wir wünschen noch ein schönes Wochenende. Liebe Abonnenten der Emder Zeitung, denken Sie an unser Gewinnspiel und sichern Sie sich Stöhrs Grünkohlpaket für die Zubereitung zu Hause.